Am 5. Jänner hat Günter Platter für Tirol den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Sämtliche Mitglieder der Tiroler Landesregierung waren dabei anwesend. Ganz traditionell wurde der offizielle Akt mit einem landesüblichen Empfang eingeleitet. Als krönenden Abschluss durfte der Tiroler Landeshauptmann den von seinem steirischen Amtskollegen Hermann Schützenhöfer symbolisch übergebenen Taktstock schwingen.